Randall Plunkett, der 21. Baron von Dunsany, hat sein Erbgut im Osten Irlands absichtlich verwildern lassen. Plunkett ist ein umweltbewusster Death-Metal-Fan mit veganer Lederjacke. Er hat die Viehhaltung auf dem Land aufgegeben und das 750 Hektar große Anwesen zu einer Oase für Flora und Fauna gemacht. Das Experiment der Renaturierung begann vor 8 Jahren. Am Anfang war es ein Geheimnis. In den ersten 5 Jahren wusste niemand, was ich tat. Alle hielten mich für einen Idioten und für dekadent, weil ich das Land ohne Grund vernachlässigte. Die Ergebnisse sprechen für sich. Marder, eine sehr seltene Art in Irland, wurden bereits auf dem Anwesen gesichtet, wo sich auch Otter und Rotwild wohlfühlen. Bussarde, Wanderfalken, Sperber, Turmfalken, Schnepfen und Spechte haben hier auch ein Zuhause gefunden. Jedes Jahr kommt mindestens ein Tier zurück. Es ist wunderbar, denn wir bringen die Wildnis zurück nach Irland, ein Land, das früher als grün galt, und wir bringen ein bisschen Grün zurück. Um den weltweiten Temperaturanstieg unter 2 Grad Celsius zu halten und die Landverödung zu stoppen, müsste nach Angaben der Vereinten Nationen in den nächsten 10 Jahren eine Fläche so groß wie China wieder verwildert werden.